Ein Tag voller Deliveries und es passiert endlich mal wieder was Großes in der Cave. Cave-Umbau geht weiter, meine Lieben. Ja, schlimm sieht's aus, oder Luis? Es ist viel hier, aber es viel Cooles. Viel Cooles, definitiv. Die Ecke sieht gerade richtig kacke aus, aber in diesem Video machen wir unsere eigene Werkstatt. Yes. Das wird cool. Das wird so cool. Ich freue mich auch. Besser als ein Outfit-Delivery. So. Also erstmal riesen Dankeschön an Twinbush. Twinbush ist jetzt offizieller Partner / Sponsor von uns sozusagen und stellt uns alles, was wir wollen. Und das ist geil. Mhm. Und deswegen kannst du gucken, dass du irgendwie ohne... Sieht halt schlimm aus gerade. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass es jetzt schlimm aussieht und dann heute Nacht irgendwann sehr gut. Ja. Gut, filmst du so ein bisschen Cinematics beim Ausladen mit? Na, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktionieren soll, weil es ist echt viel. Okay. Es ist wirklich viel. Let's see. Okay. Okay. What if we all together push? What if everyone literally pushes? Jesus Christ, das ist heavy. All good, all good. Junge, ist das schwer. This one, if possible, to the back, so through here. Yeah. Also meine Lieben, wie ihr seht, Flocati ist jetzt auch am Start, denn du bist ja auch, ich komme näher, Twinbush-User. Und deswegen wollten wir einen Profi dabei haben und das ist Flo. Ne? Das hast du gesagt. Wir haben auf jeden Fall Flo dabei und jetzt ist der Plan, du meintest erstmal runter von den Paletten, ne? Ich würde es mir jetzt erstmal... Das hätten wir natürlich auch in der Zwischenzeit nicht machen können. Nee. Nein, wir waren sehr busy. Ja. Business und so. Business, ganz wichtig. Ja gut, dann hauen wir erstmal runter alles. Aber nicht auf meinen Fuß, bitte. Unten einfach. Oh no. Ja. Jo. Achtung, da ist eine Luisa irgendwo. Warte. Also Riesenschauter dann für den Busch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist schon krass. Bremse reinmachen oder so? So schlau sind wir nicht. Warte, ich kipp's. Oh, Flo ist tot. Achtung. Lebst du noch? Ja. So. Na, unser kleiner Lehrer für den Abend. Du hast einmal alles kurz hier mit organisiert, sag ich mal so. Und jetzt geht's erstmal ran, auszupacken. Ne? Das heißt, das grobe Layout, wie alles stehen soll, haben wir jetzt. Großer Schrank, Kasten, Rollding, Schrankding, 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 großer Schrank. Ich hasse auf jeden Fall Styropor. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Ich glaube, wir hätten das Gefühl, im Liegen rausnehmen sollen. Aber egal, das wird schon alles. Das geht dann. Das ist wirklich so eine Sache, die, glaube ich, jeder hasst, ist Styropor. Ja. Styropor ist immer mit das Nervigste. Es ergibt Sinn, das so zu verpacken, aber es nervt. Oh, ein wunderschöner Schrank. Sieht gut aus. Gucken, ob jemand drin. Da ist ein Schlüssel. Ah, muss, ist abgeschlossen. Was für Schlösser sind? Zum Abschließen. War das richtig? Oder zum Einschließen, kommt drauf an. Ah, da passt Luis doch locker rein. Neues Zuhause. Sehr geil. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Gut, Schlüssel lege ich mal sicher auf den GTR. Dass auch nichts passiert. Boah, Junge. Oh.
hier ist ein bisschen Müll. Aber ich weiß nicht, wer diese das erzählt, das stimmt nicht. Nee, aber es ist gut, dass schon mal alles ist ausgepackt, so gut wie, bis auf die Teile, wo Flocati gerade dran ist. Aber man muss sagen, Optik ist jetzt schon geil, ne? Ja. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus, oder? Bist du zufrieden? Das ist gut. Denn Luis und ich werden jetzt richtige Mechaniker. Ja. Ja. Wir kommen ganz gut voran, würde ich behaupten. Jawohl. Der Müllberg wächst. Der Müllberg wächst. Das ist... Oh, vielen lieben Dank, der Herr. Dankeschön. Oh, sehr gerne. Vielen Dank. Oh, das schmeckt nach Kindheit. Mhm. Ich keine Ahnung. Also, das ist mal Fitment hier. Von Florian. Natürlich doch. Siehst du, das ist der schiefe Turm vom Flo. Oh. Ah, jetzt ist er fast gerade. Nee. Der Boden, der so schief ist. Der Boden hier ist nicht gut, aber er ist gerade. Wo ist denn jetzt das Messer? Man muss eine Sache mal kurz sagen, dass ich echt geil finde, ist, wie easy das geht. Diese oberen Schränke, das ist ja so cool. Also allgemein, der ganze Aufbau ist echt simpel und gut gemacht, ne? Schön Hydraulik, oder wie man das... Das nennt man Hydraulik. Und nee, Gas. Gasstruts. Was ist das auf Deutsch? Ja, Gasdruckdämpfer. Ja, genau. Das finde ich cool. Das ist schön hier satisfying. Aber geil. Lichter werden jetzt gleich auch alles angeschlossen. Dann kommen die Holzplatten und dann haben wir es eigentlich schon. Da müssen wir nur hinbekommen, dass wir das ganze Ding irgendwie nach hinten schieben. Das wird, glaube ich, noch lustig. Ah, wird schon. Wird schon. Es werde Licht. Also, wie man sieht, großes Update jetzt, ne? Es steht eigentlich alles. Flo zieht gerade hinten nochmal alles fest. Und dann schieben wir das ganze Gerüst mal hinten an die Wand, so wie es dann am Ende stehen soll. Aber das Schöne ist, das war ja noch nicht alles. Es gibt noch so eine Hebebühne, wo Hydrauliköl rein muss und so weiter und so. Freust du dich auf die Bühne, Flo? Ja. Mach nochmal bitte, das sah lustig aus. Danke. Nee, aber wirklich, man muss einfach ohne Witz, das ist jetzt keine Paid-Promo, obwohl es eigentlich eine Paid-Promo ist, gefühlt, saugeil zum Aufbauen, das Zeug, ne? Also, du bist da eher der Profi. Er ist inklusive im Paket, dachte ich. Wenn man das kauft, dann ist er dabei. Als Aufbauer. Im Premium Plus Abo nur. Ach so, oh. Aha. Also haben wir Premium Plus? Dann haben wir ja Glück gehabt. Geil. Was ist denn im Premium Plus Abo noch alles dabei mit dir? Darf er mit dir alles machen oder baust du nur auf? Er baut nur auf und er schiebt. Schiebt alles fest an die Wand. Nee, aber auch das ist geil, das Holz, ne? Es macht alles echt einen soliden Eindruck. Ich finde das auch echt gut, weil wir ja so Umbauprofis sind. Und bauen ja sehr viele Project Cars selber. Manche zahlen sie sogar selber. Aha. Was hast du gesagt? Nee, also es wäre schon wirklich das, also ich hätte Bock, hier mal einen kompletten Umbau zu machen. Ja, mein Auto ist mittlerweile schon zu weit dafür, das ist zu weit, muss man ja sagen. Aber irgendwas Lustiges. Mhm. So ein Twin Turbo V10, Huracan Motor und Smart. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, glaube ich. Also wir beide kriegen das. Reinschmeißen kriegen wir hin. Ja. Reinschmeißen. Das geht nicht. Projekt gescheitert. Nee, gucken wir mal. Aber Laune ist tatsächlich noch sehr gut. Das finde ich geil. Also das finde ich, und die Höhen sind sehr angenehm. Die sind gut, ja. Die Höhe ist wirklich, also das ist toll. Das finde ich gut. Weiter geht's. Du heißer Feger, du. Bei Twinbush kann man sogar Mary Poppins werden, ne, Flo? Fliegst du jetzt davon? Ich flieg davon. Ich habe mich gar keinen Bock mehr. Spaß. Nee, aber fertig. Das sieht echt sexy aus, ne? Also ist wirklich schön. Das wertet alles nochmal auf, finde ich. Ja. Wenn man vergleicht, wie es vorher aussah.
Das ist krass, der Unterschied. Ich will nur noch ein, zwei Poster und dann alles dann fertig. Ist gut, ja. Ein paar Bilder von dir. So wie es halt in der Werkstatt gehört, ne? Mhm. Ja, aber wir haben leider noch das Schwerste vor uns. Also vom Aufbauen, glaube ich, mit Abstand das Einfachste. Weil es eigentlich nur runternehmen ist und positionieren. Und dann Hydrauliköl anschließend, fertig. Zwei, dreimal hochfahren lassen und dann hat das alles. Problematik der Sache ist, wir müssen das Kackding da runterbekommen. Und das ist echt, was wiegt das, was schätzt du? Ein paar hundert Kilo? Ein paar hundert Kilo locker. Und das ist halt echt für drei Mann ziemlich schwer, würde ich mal, also ein Mann und zwei Jungs, also Flo und wir beide. Für uns ist das halt echt viel. Eine viel Tonne. Eine Tonne. 1053. Da hast du hier deine zweite Folierungswerkstatt, ne? Können wir auch mal hier folieren. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Schön rosmantisch. Gut, ich würde sagen, wir packen erstmal alles aus. Sortieren, dass wir schon mal so viel Gewicht wie möglich davon runterkriegen. Und dann, jetzt mal ganz ehrlich, kriegen wir das runter ohne so ein Hubwagen-Ding? Hup, hup. Luis geht dran. Ja, Luis geht das hin. Ist doch so ein Sportler, ne? Ich habe nie behauptet, dass ich Sportler bin. Sieht man vielleicht auch. Ja, gut. Wir holen uns einen Kaffee. Ja, und dann hust du an, sobald es steht. 10 Minuten kommen wir wieder. Kein Stress. 5. Perfekt. Komm, Flo. Wir gehen. Wir haben gerade so ein kleines Problem in unserer Sicherung. Wir sehen, Hebebühne angeschlossen. Alles super. Tippitoppi. 3, 2, 1. Oh, jetzt ist das Licht aber nicht ausgegangen. Ach, ist auch eine andere Steckdose. Das ist gerade so ein bisschen unser Problem. Die Sicherung fliegt die ganze Zeit und wir müssten die Bühne einmal hochfahren. Das Problem ist, wir haben unten die Holzklötze dran vom Transport. 4 Stück und die sind von innen geschraubt. Dazu müssen wir jetzt die Hebebühne einmal nach oben fahren, damit wir an die Schrauben rankommen, die Holzklötze wegkriegen und dann könnten wir es, wie du gesagt hast, mit dem Hubwagen von der Palette runterkriegen. Es muss dir irgendeine Schutzfunktion geben, dass du das irgendwie bewegen kannst. Naja, du musst in der Regel nicht als Schutzfunktion ein Auto nach oben kriegen. Also ich schon, wenn mein kleines Kind da drunter liegt. Wenn Luis drunter liegt, das passiert schnell. Und du möchtest sagen, dass du sie dann wieder hoch machst? Fürs Video muss ich das sagen. Okay. Ja, dann mach ich sofort hoch. Verstehe. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Aber was ist, wenn wir wirklich, wenn Luis und ich auf ganz doof beide hier zusammen hoch-deadliften, das Ding, du von unten wegschraubst. Hoch-deadliften. Ist ja ein Deadlift. Einmal probieren, schadet nicht. Wo sollen wir jetzt anfassen? Hier. Da. Wo sollen wir anfassen? Hier. Das könnte auch stehen, was du da hattest. Das hier? Nein. Das hier? Ja. Also hier. Kann man die hier nehmen? Da könntest du theoretisch. Na dann. Aber jetzt so Erzerflo, was ist die Variante, die wir jetzt haben? Was können wir machen? Das Problem ist ja, diese hellen Blöcke müssen da unten doch weg, oder? Das ist das Problem. Das heißt aber, wenn Luis und ich zusammen eine Stange anheben, eine Seite, das kriegen wir ja zusammen bestimmt hin. Und du dann schnell rausbohrst von unten. Wir sind von oben geschraubt. Ja, dann musst du es halt von oben machen. Da ist das Ding drüber, darum geht's. Ja, Digga, wo soll ich das wissen? Ich hab einen Motor da. Ich hätte gesagt, halt einmal kurz heben, dann könnt ihr es da drüben nehmen, Palette raus, den schnell drunter, dass ihr mit dem Finger nicht einklemmt. Und dann auf der Seite Palette komplett raus und dann hier das Holzteil. Kein Wort verstanden, sag mal, was ich machen soll. Same. Also wir heben hoch, du ziehst die Palette raus. Jetzt zieh die Palette raus, dann müsst ihr ganz kurz warten. Okay, versuchen wir auf der Höhe so zu halten, so niedrig wie möglich. Ja. Das geht so schief. So, eins ab. Nee, Digga, das wird nichts. So können wir nicht stehen. Also nicht so. Ich glaube, das ist schlauer, wenn wir wirklich so hier. Wie meinst du? Probiert das, aber dann hat es halt eine schlechtere Mitte. Ach so, meinst du, so nach hinten? Ja, lass versuchen. 3, 2, 1. Digga, du hast weggezogen. Okay, aber ja. Was ist, wenn, wie viel, wenn wir uns hier raufsetzen, kippt das? Nee. Dazu. Ach Mann. Ich möchte bitte diesen Ausschnitt.
Geh noch mal kurz zu meinem Reinigungszug. Guck mal, wie schön der aussieht. Oh, das ist echt wunderschön. Das muss ich kurz unseren lieben Zuschauern. Oha. Wir waren so dumm und haben das die ganze Zeit nicht gemacht. Was? So können wir rüberziehen, ne? Das hat die Spanngurte da. Hab ich auch gerade gedacht. An was willst du es ranmachen? Ha? An was für ein Auto? Ich bin ein, wie ein Baum. Bitte? An die Palette. Aber dann ziehst du ja die Palette weg. Hä? Ich verstehe dich nicht. Ach so, das und das verbinden und wegratschen. Guten Morgen. Ja gut, dann, dafür braucht ihr mich definitiv ja nicht, weil 6 Hände sind dafür zu viel, deswegen mache ich mein Waschzeug weiter. Ja. Kann man die Räder nach unten machen weiter? Nee, gell? Runter. Das sind die Räder. Ich will nur mal kurz sagen, der Boden war echt teuer, ne? Oh, Achtung, hier fällt er gleich runter. Ja, gut, weiter kannst du nicht. Gleich wird's laut. Obwohl, nee, dann, erwartet, dann fällt er mit der Stange drauf. Auf die Palette, das ist dann nicht gut. Da kommt sie nicht mehr runter. So, warte, 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 warte. Holzblöcke, ja. Ach, warte. Digga, Flo, ey. War doch ganz einfach. So. Liebes Video, können wir mal gleich bitte darüber reden, wie schön ich die Waschsachen aufgeräumt habe. Ich weiß gar nicht, was die anderen beiden jetzt hier gemacht haben in der Zwischenzeit hier. Sieht lustig aus. Das ist echt hart. Sorry, wir wollen nicht so kindisch sein, aber Twinbush, das ist ein guter Gag. Perfekt. Geht doch gar nicht besser. Junge, warum ist das so schwer? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir beide besser hochgehoben, Flo. Dafür, dass er der Sportler in der Familie hier ist. Und eingespannt das Zugtier. Ich glaube, die Ratsche ist gefährlich. Oh, oh ja. Ich sehe nicht, wie was kaputt gehen kann. Ja, na dann. Das ist alles gut. 2, 1, go. Okay. Okay. Der ist aufgegangen. Es war leicht kurz, es war kurz oben. 3, 2, 1. Ja, spätabends gehen die meisten Sachen schief. Ich muss dann einfach mal so sagen, es ist 0.44 Uhr. Es steht alles. Ja. Super, mega cool. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten aufräumen, dann sieht die Ecke echt geil aus. Problem ist, Flo ist mit dem Ram da, steht so und er hat nicht mehr so viel Benzin. Können wir kurz zeigen? Ja, wir können mal kurz zeigen. Und das Auto startet nicht mehr, weil das Auto so gekippt ist, dass er nicht genügend Benzinzufuhr hat. Und deswegen ist er gerade stranded. Ja. Das war's, Flo. Die Sache ist halt, du kannst das Ding nicht mal ziehen. Also hätten wir jetzt den LKW hier, da würde ich ja keinen Stress. Den LKW an und... Wie willst du es aber auch mit dem LKW? Du kannst ihn ja nicht gerade hinstellen. Da ist ja nicht gerade Platz, dass der LKW sich so hinstellt. Ich hätte den vom Trailer abgenommen. Einzeln den LKW vor. Ach so, ja, das wird gehen. Weil der LKW zieht, wenn der 40 Tonnen zieht, zieht er auch so einen Zwerg. Ohne Hänger, ja. Dann gucken wir mal, was hier noch so passiert, ey. Das Auto läuft wieder. Gibt da hinten so einen Notzug, kann man das nennen, oder? Dann ohne Bremskraft. Na, weiter. Und jetzt steht er gerade und springt an. Success. Wir haben mittlerweile 1.31 Uhr, aber es steht alles. Unser Plan war eigentlich, alles perfekt aufgeräumt zu haben, aber es ist zu viel Müll. Und echt noch ein bisschen was, so ein Aussortierungszeug, was dann morgen gemacht wird. Aber an sich kann man sagen, Twinbush-Sachen sehen ultra geil aus, finde ich. Ja. Wunderschön. Und ist auch platztechnisch wirklich angenehm. Wir haben so viel schon verstaut und haben noch so viel Staufläche. Das ist wirklich richtig geil.
Deswegen ein riesen Dankeschön geht raus an Twin Bush, natürlich auch an Flo für die Hilfe und an dich, ne? Sehr nett. Ja, sehr gerne. Küsschen. Aber ich glaube, wir müssen ins Bett, oder? So langsam. Ja. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr so ein Zeugs auch braucht, alles natürlich verlinkt, gute Preis-Leistung. Und ja, denkt dran, zu liken, abonnieren, kommentieren, teilen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.